Täglich besuchen Menschen jeden Alters und jeder Herkunft die Stadtbücherei. Was ist für Sie das Besondere an dem Ort Bibliothek? Waren Bibliotheken früher anders als heute? Und was wäre, wenn es keine Orte wie die Stadtbücherei mehr gäbe? Wir haben unsere Besucher gefragt und dies sind einige der Antworten. Also ich komme eigentlich aus Münsterland und da war ich halt in einer Fahrbücherei. Meine Eltern besaßen Bücher, man lieh nicht. Auch diese alten Karteikarten, dann wurde immer alles abgestempelt. Es gibt da natürlich die Unibibliotheken, da geht man hin, die sind aber nicht sexy. Das war ein, ja, mehr oder weniger Quellenanlass. Ich habe in Borken wirklich alle, also ich habe wirklich alle Bücher gelesen, die in der Kinderbücherei standen, bis auf eines. Und zwar Momo von Michael Ende. Und zwar haben alle meine Freunde und meine Bekannten ein bestimmtes Buch gelesen. Das war Die Spinne in der Yucca-Palme. Und zwar deswegen, weil wenn man den Rücken sah, stand da Momo Ende. Da habe ich natürlich gedacht, es gibt einen Anfang und wollte warten, bis der Anfang kommt, der leider nie kam. Und ich habe so lange gejammert, bis meine Mutter mit mir in die Stadt gefahren ist und das gab es da aber nicht. Und dann sind wir das erste Mal in die Bibliothek. Da hatte ich das Buch und konnte endlich mitreden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Atmosphäre in der Bücherei früher ganz anders war. Früher, muss ich sagen, insbesondere in meiner Jugend, war die Bibliothek immer so der leise Ort, wo man nicht sprechen konnte. Aber da, finde ich, hat sich das Wirkungsfeld und auch das Selbstverständnis von Bücherei in den letzten Jahren unheimlich gewandelt. Und heute ist es ja wirklich ein Ort der Begegnung. Ich kenne noch das Bibliothek. Also wenn man hier reinkommt, dann hört man meistens schon Kinder lachen und gedämpftes Geflüster oder jemanden vorlesen. Und es ist eine viel größere Interaktion, als es jetzt noch vor 15 Jahren der Fall war. Ich kenne jetzt das... Das ist schon ein Unterschied. Also man merkt, der Ort wird mehr oder weniger zur Stätte der Begegnung und auch der Freude. Hier habe ich meine Ruhe und kann am besten lernen. Hier, man muss einfach kein Geld ausgeben. Ja, das ist eigentlich auch gut für mich. Bücherei ist mehr als nur Buch nehmen, rausgehen, einbuchen und fertig. Ja, ich komme auch zum Schreibworkshop. Das ist Atmosphäre, das ist nette Menschen, das ist Unterhaltung. Früher eben diese Besuche mit den Kindern, also das war was Außergewöhnliches, fast wie so ein Kinobesuch. Damals, also als Jugendliche, war ich ein riesengroßer David Copperfield-Fan, also der Zauberer, und wollte mir ein Buch ausleihen. Und dachte, David Copperfield von Charles Dickens wäre vielleicht eine Autobiografie. Und bin dann in die Reihe der Klassiker gestolpert. Ich glaube, weil ich hier so gerne halt schreibe, dass ich so nicht wirklich angefangen hätte, eine Geschichte auch zu schreiben. Und dadurch ist zum Beispiel auch meine Deutschnot um einiges gestiegen, dass es halt vielleicht nicht passiert wäre. Also wenn ich als Historikerin mir heute Bücher anschaue, habe ich immer wieder dieses Gefühl der Ergriffenheit, das ich damals auch schon hatte, als ich Jugendliche war. Also ich denke, wäre dieser Auslöser nicht gewesen, wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen. Man fühlt sich wohl und ja, das ist das Schöne an diesem Ambiente hier. Nett, offen, bunt. Hier wird einfach eine gemütliche Atmosphäre geschaffen. Hell, freundlich, groß. Auf jeden Fall eine tolle Umgebung auch. Sonnig, freundlich, ja, und eigentlich spannend. Und es ist im Grunde genommen eine Erkenntnis, dass man nicht alles mehr besitzen muss. Der Satz, geh hin, du findest was, habe ich also schon mehrfach Leuten gesagt. Das kriegst du da, kein Problem. Der Einwunschwunsch. Dass die Stadtbücherei so bleibt, wie sie ist. Ja, dass sie hier auf jeden Fall bestehen bleiben hier als Stadtteilbücherei. Längere Öffnungszeiten, wenn es geht. Das wäre die Fortsetzung von Appetit auf Blutorangen. Oh, ist schön. Manchmal ist es so, dass einem Ideen gleich Reaktionen geben. Ich kriege ein bisschen Krampf im Magen bei der Vorstellung. Hätte ich ein Problem? Also ich sag mal so, wenn es die Bücherei nicht gäbe, wäre ich arm. Ja, das weiß ich auch nicht. Wenn es keine Bibliotheken mehr gäbe, da wären wir ganz schön aufgeschmissen. Weiß ich nicht. Ohne Bibliotheken wäre schon die Stadt oder die Gesellschaft schon anders. Dann würde ich protestieren. Ohne Bücherei? Nee, das ginge überhaupt nicht. Ich glaube, ich würde erstmal sehr leiden und gucken, was sich machen lässt, um diesen Zustand wieder zu ändern. Es wäre halt einfach blöd. Also Bibliotheken sind doch schon wichtig und braucht man doch. Das würde mir nicht gefallen.